In unserem Interviewstudio ist jetzt der sozialdemokratische Polizeigewerkschafter Hermann Greilinger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Däumbacher. Herr Greilinger, ich würde ganz gern bei den Routinekontrollen beginnen, die wir durchaus alle kennen, etwa im Verkehr. Sie sagen ja, dass nicht immer auf die Kollegenschaft abgeladen werden soll. Jetzt wird ja bei solchen Kontrollen, wie wir wissen, sehr vieles oft kontrolliert, nicht nur der Führerschein und der Zulassungsschein. Ist es da tatsächlich so viel Mehraufwand, wenn man da auch noch den Impfstatus abfragt? Ja, die Kolleginnen und Kollegen wehren sich nicht gegen einen Mehraufwand. Zwischenzeitlich wissen wir aus den Erfahrungen der Überwachung des Lockdowns für die Ungeimpften, dass wir ja eigentlich keine Erfolgsquote erzielen. Die Jubelmeldungen des Innenministers, dass bei 180.000 Kontrollen 1.000 Anzeigen erstattet werden, muss man ja nachrechnen. Und dann kommt man drauf, dass man eine Trefferquote von 0,5% hat. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen Belastungen auf sich. Sie sind es gewohnt, Aufträge zu erfüllen, aber sie sind nicht dumm. Und wenn sie glauben, sie werden verheizt und werden vielleicht in der Öffentlichkeit dann auch noch als auf Deutsch gesagt verarscht, weil jeder dann Ausreden oder Begründungen bieten kann, warum er sich in der Öffentlichkeit befindet, dann geht es natürlich aufs Gemüt. Und da sagen die Kolleginnen und Kollegen, von der Belastung her, von dem Aufwand her, das steht in keiner Relation zu dem Erfolg. Und wenn das effiziente Bekämpfung der Pandemie sein soll, das machen wir nicht mehr mit. Innenminister Kahner, der sagt heute, man sei auch in enger Abstimmung mit der Personalvertretung. Haben Sie schon mit ihm darüber gesprochen? Mit dem Herrn Innenminister hat es bis jetzt kein Gespräch gegeben. Wir werden diese Woche im Zentralausschuss einen Antrag stellen, eben zu diesem Thema Gespräche zu führen. Ich glaube nicht, dass die mit dem Minister geführt werden. Das läuft immer auf Beamtenebene ab. Und auch das, dass die Personalvertretung eingebunden ist, ist im Hause Innenministerium nicht üblich. Ich habe zu seinem Amtsantritt gratuliert, habe um ein Gespräch gebeten. Das ist nicht passiert, obwohl es ja die öffentlichen Äußerungen gibt, dass man auch das Gespräch mit denjenigen sucht, die anderer Meinung sind. Also wenn das jetzt als Beispiel für diesen guten Weg dienen soll, dann gute Nacht Österreich. Sie befürchten ja auch, dass das Image der Polizei leiden könnte, sozusagen durch diese Kontrollen. Aber ist es nicht genau umgekehrt, dass das Image leiden würde, wenn ein Gesetz, das, so muss man ja davon ausgehen, im Parlament beschlossen wird, dann eben nicht kontrolliert wird? Ja, dieses Gesetz ist ja so zahnlos wie ein Babymund. Das ist ja nur eine Verhöhnung wieder der Polizistinnen und Polizisten. Sie werden die Anzeige legen. Verfahren wird eingeleitet, Behörden sind beschäftigt, es geht dann wieder vielleicht zu Verwaltungsbehörden, zu Höchstgerichten hin und her. Also die Betroffenen, die wirklich zur Impfung gezwungen werden sollen durch diese Anordnungen jetzt, die wird man so und so nicht treffen. Ich glaube, man müsste Niki Popper bemühen, dass er ausrechnet eben, bis wie viele Kontrollen ich machen muss, dass ich alle 1,4 Millionen Ungeimpften bei Verkehrskontrollen erreiche. Wie oft sind Sie schon in Ihrem Leben angehalten worden? Rechnen wir bitte nach. Aber weil Sie davor auch gesprochen haben von einer sehr geringen Trefferquote, das könnte letztendlich auch bedeuten, dass sich eben sehr viele Leute daran halten. Beim Lockdown vielleicht, ja, aber bei der Impfpflicht dann sicher nicht, weil da wird der Stand vor 1,4 Millionen, glaube ich, sich nicht wirklich drastisch reduzieren, nur weil mit der Keule der Kontrolle ganz einfach geschwungen wird. Also viel Kritik von der Gewerkschaft, aber wie wollen Sie denn da jetzt weiter vorgehen? Müssen wir mit Streiks in der Polizei gar rechnen? Ja, Streik ist ja in der Polizei und in der Beamtenschaft ein Wort, das so nicht vorkommt. Natürlich gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die uns dazu aufrufen. Aber was uns wirklich das Blut in Wallung bringt, sind ja so Äußerungen wie heute vom Dr. Mückstein, der sich hinstellt und sich anmaßt, zu wissen, wie viel Belastung möglich ist und was alles machbar ist. Das sagt ein Außenstehender, in diesem Fall eigentlich ein Danebenstehender, hat keine Ahnung. Und das bringt natürlich die Kolleginnen und Kollegen in Rage. Ich glaube, man sollte den guten alten Weg der Sozialpartnerschaft gehen, im Vorhinein Dinge besprechen, nach Lösungen suchen und dann gemeinsam vielleicht solche Dinge präsentieren. Ich glaube, man könnte sich viel Ärger ersparen. Vielen Dank, Hermann Greilinger, für das Gespräch.